Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Heute sogar mit einem Gast, dem lieben Sephiron. Ja, hallöchen, liebe Leute oder liebe Abonnenten von eGamer und schon wieder stecke ich in einem Kingdom Hearts 1 Let's Play. Nur diesmal nicht in meinem eigenen, sondern in dem wunderbar gemachten HD-Remix von eGamer. Und da freue ich mich. Da freue ich mich sehr, denn ich habe das Spiel noch nie gesehen. Sprich, die HD-Version davon. Und ich bin gespannt. Ja, man muss dazu sagen, der gute Sephiron hat das Let's Play schon auf seinem Kanal auch schon beendet. Und dazu muss man sagen, er hat es halt höher gemacht. Er hat halt die Originalversion gespielt und hat es wirklich in einer hervorragenden Qualität. Könnt ihr mal drauf gucken, sein Kanal ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Oha, oha, was hier? Ja, da geht's gleich los, ne? Dumm Herzlosen hier. Warum ist hier alles so dunkel? Ach, Anti-Sora, der Blödmann. Ja, genau, da macht es immer so dunkel, diese Räume. Oh Gott, ja, also ganz ehrlich, ich war noch nie so weit. Ja, hier stimmt. In Kingdom Hearts 1. Richtig, ich hab mir das Kingdom Hearts Let's Play mal in einem Zug komplett durchgeguckt, so. Und da meintest du halt, du wärst nicht weitergekommen als ein Monstro. Genau. Und da habe ich mir schon gedacht, Alter, da hast du aber was verpasst, weil die ganzen coolen Welten kommen erst noch. Und dann war, du warst noch nie bei Peter Pan, oder? Nein, noch meine nie. Fresse. Das ist echt geil. Also, du wirst hier noch deinen Spaß haben. Das kannst du mir glauben. Das war einer meiner Lieblingswelten aus einem ganz bestimmten Grund. Okay, muss ich jetzt... Genau, ich kam letztes Mal hier einfach nicht weiter, hier raus oder so. Also, du kamst an hier oder was? Bist erst gerade gekommen? Ich kam hier an. Da war eine Sequenz mit Rico und weiter kam ich noch nicht. Dann musst du in eine der Türen, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz wo, aber ich sag dir wo, wenn ich, ich sag dir wodurch, ich glaube geradeaus einfach, die neben der Treppe. Die? Ja, ich glaub, oder neben der Leiter. Oh, Anti-Sora. Dann sollte es, warte mal, das Item da hinten hast du schon gefunden, ne? Glaub ja. Oh. Also ich habe ja angekündigt, Leute, dass das... Ah, oh, ich bin runtergefallen. Ich habe ja angekündigt... Ja, genau da sollst du eigentlich auch hin, glaube ich. Also Leute, ich habe angefangen... Ich wollte ja einen 100% Run machen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Denn ich weiß gegen Ende einfach zu wenig, um, glaube ich, die 100% schaffen zu können. Ich werde aber Sora auf jeden Fall auf Level 100 leveln. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Ich sag mal so, wenn du vorhast, Sora auf Level 100 zu leveln, was du auch musst, falls du einen ganz bestimmten Gegner besiegen willst. Ich will den letzten Cup machen und ich weiß, was danach kommt, ja. Dann wirst du wahrscheinlich alles vorher finden müssen. Und ich meine, ich sag jetzt mal so, Ultima zu schmieden ist schwierig, ja. Vor allem auch im ersten Teil ist es ziemlich schwierig. Und deswegen, also die 100% werden kein Problem. Wenn du sogar Ultima schmiedest, dann ist es das Mindeste oder das Leichteste so. Was wäre denn, soll ich vielleicht die Story zuerst beenden und die anderen Videos vielleicht separat dranhängen? Ich zum Beispiel mache das so oder habe das gerade so gemacht. Ich habe ja jetzt Kingdom Hearts 2 gerade fertig aufgenommen, irgendwie 28 Parts am Stück. Hab die Story dann beendet und werde jetzt Bonus-Parts raushauen mit den jeweiligen Cups oder mit dem Schmieden von Ultima und so weiter. Das habe ich einfach so gemacht. Okay, ja. Weil das ist ja doof, wenn die Zuschauer so lange halt bis zum Ende warten müssen. Genau, ja. Ja, gut. Das ist, okay, mache ich das keine auch Ahnung, so, Leute. Ich finde das halt immer so doof, weil zum Beispiel Gronkh ist so ein Mensch, da zögert das immer hinaus irgendwie, die Geschichte... Ja. Er macht dann 20 Folgen irgendwie Non-Story, irgendwie andere Sachen und dann bist du völlig aus der Geschichte draußen. Klar, du hast dann ein paar Sachen mehr und so, aber irgendwie, keine Ahnung, die Geschichte ist dann wieder fern und dann musst du halt wieder reinkommen und das finde ich halt doof. Ich finde es cool, wenn man die Geschichte so ein bisschen durchzieht und das Bonuszeug dann im hinterher liefert. So. Okay, aber wo das muss ist ich jetzt nur, lang? Ich bin das hier... Das ist nur meine Meinung. Ich bin hier runtergegangen, richtig, ne? Genau. Bei der anderen, es sollte noch eine Leiter haben. Da müsstest du rauf können, ja. Genau. Ja, Anti-Sora. Was macht der schon wieder hier? Bist du? Nein. Nee, hier bist du nicht reingekommen. Ach genau, stimmt. Nee, umgekehrt. Du musst hier rein und beim anderen raus und beim anderen gibt's dann so Gitter. Geh einfach mal genau dahin zurück und dann gibt's in der Decke gibt's so Gitter.
du kannst da raufspringen und dann solltest du bei Kairi in dem Raum sein. Okay. Hier, Yonko, warte. Da? Richtig, genau. Ach genau, da waren wir auch schon. Da hat Sora gesagt, Kairi ist hier, Kairi genau, ist hier, genau. Und da wusste ich nicht, wo es weitergeht. Du musst jetzt, glaube ich, irgendwie da hoch. Ich kann es leider nicht so ganz sehen, aber es gibt da so... Ich bin jetzt durch eine Tür. Es gibt da so Ablagen, wo du rauf solltest oder rauf können solltest. Hier kannst du, glaube ich, noch nicht rauf. Das geht erst auf, wenn du da schon oben bist. Geh mal links hier in die Tür rein. Da ist ein gelbes Triotech, das habe ich noch nicht. Ach so, ja, klar. Da musst du... Rechts. Da ist schon wieder Anti-Sora. Ja, geh einfach mal runter. Warte, komm her. Geh einfach mal in den anderen Raum und da musst du da hoch, weil einen anderen Weg hast du nicht. Okay, ja, also ich finde Hooks Schiff ein bisschen verwirrend. Ja, es sind halt die zwei Räume hier lang? Plus halt die oberen. Also hier rauf. Ja, ja. Okay. Und ja, merkwürdig. Ich habe halt eigentlich gedacht, wäre chillig hier durchzukommen, aber... Ja, wie gesagt, wenn es halt mehrere Räume gibt. Du siehst jetzt, da ist ein Tisch, oder? Nee, du musst da nicht raus. Du musst da drin bleiben in dem Raum. Ach so. Weil so, jetzt bist du wieder hier. Ja, ja, okay. Und ein Tisch. Da ist ein Tisch. Und da musst du jetzt vom Tisch auf das Ding raufspringen, was da bei der Wand ist. Ah, genau, und jetzt kannst du da hoch. Richtig. Ja, und darauf soll man kommen. Warte mal, ich speichere hier mal besser. Ja, echt, also... Boah. Also Leute, ab hier ist es tatsächlich blind. Ich war noch nie so weit, Leute. Ist schon eigentlich vorher blind gewesen. Ja, ich hab auch gemerkt, dass der E-Gamer so mit der Wegfindung ein bisschen Probleme hat. Deswegen habe ich gedacht, ich komme mal um die Ecke und unterstütze mal ein bisschen. Jetzt, warte mal, geh mal... ja, genau, jetzt kannst du in den anderen Raum... Hier in oder allgemein Moment, in die anderen Räume, ja. Okay. Peter Pan hat hier Wendy drin, okay. Da kommst du aber nicht rein, oder? Moment, hier ist noch was. Nee, genau, da komme ich nicht jetzt rein. Jetzt musst du in den Raum hier. Oder? Kannst du das? Nee, in den anderen kam ich okay, nicht. Okay, jetzt musst du wieder runter bei dem Gitter und ins andere Loch hinauf. Es gab ja zwei Löcher. Ach so. Okay. Ja, kommt, Leute, dann verzieht euch. Verzieht euch, ihr dummen Herzlosen. Die Dunkelheit ist des Herzens wahrer Kern. Ups, kleiner Spoiler. Bist du auch von Xemnas besessen, oder was? Von Xemnas. Wer von kennen Anzen. Wir nicht? Kennen wir nicht. Geh runter. Verdammt nochmal, Sora, hör du doch hast, mal. Du hast auch ein Problem mit ins Loch kommen, oder? Nee, jetzt musst du wieder auf den Tisch. Auf den Tisch? Weil da gab es zwei Löcher. Nein, da ist eins. Genau, jetzt musst du ins linke, weil du bist, glaube ich, ins rechte gegangen. Ach so, ja, toll. Wie hast du das denn damals rausgefunden? Boah. Hey, jetzt sind wir hier, okay. Warte mal, wie war denn das? Das ist komisch. Ja, also Leute, um mal hier eine kleine Schleichwerbung zu machen, die ja auch mit in die Beschreibung kommt, ist ganz klar. Warum ich mich halt so freue, warum der liebe Sephiron hier ist, er ist halt der Schöpfer von Kingdom Minecraft. Und es lohnt sich halt echt wirklich es anzuschauen, ist natürlich auch die Playlist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich weiß noch immer nicht, wieso wir hier nicht durchkommen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was? Es ist echt komisch. Ich, warte mal, lass mich mal überlegen. Bleib mal in dem Raum hier. Dreh dich mal kurz rum. Überlegen wirklich, heißt, der guckt eben nach. Komisch. Komisch, komisch, was? Komisch. Ah, Moment. Hast du die grüne Triotech schon? Nein. Nicht? Nein. Müsstest du aber haben, weil hier am Boden ist eine grüne Triotech und wenn du die auslöst, kommt da eine Leiter runter. Ach, ich weiß warum. Warte, ist doch klar, wir haben noch Peter Pan da. Ich habe halt gedacht, Peter Pan dabei, deswegen. Ich brauche den guten Donald, komm her, du Schwachlapp. Deswegen habe ich gefragt, ob du die Tech schon hast. So. Ich glaube, ja. Na ja, toll, dann kommen wir natürlich nicht weiter, Leute. Jetzt mach doch, du Behinderte. Weil nix. Die ist Pflicht. Sora. Sprich, die muss man auslösen, sonst kommt man im Spiel nicht weiter.
Ja, Goofy hat wieder seinen Arsch. Was ich immer so ein bisschen doof fand, ist, dass man, ist, dass man die Triotech nur mit den dreien ausführen konnte, weil wenn man irgendwie einen anderen Charakter mitnehmen wollte, dann musste man halt immer zurück und wechseln. Das fand ich halt ein bisschen doof. Das haben sie im zweiten Teil ein bisschen besser gelöst, wo man einfach so die Charaktere switchen kann. Ja. Oh, ich glaube Zwischensequenz. Oh ja. Riku, wait! Wow, Anti-Sora. Hey, als Boss. Und jetzt wird's anspruchsvoll, mein lieber E-Gamer, denn dieser Boss ist nicht so leicht. Außer, gut, du bist ja ein bisschen overlevelt, habe ich gesehen. Das solltest du auch noch hinkriegen. Ja, das ist kein Problem. Also ich muss sagen, ganz, also wirklich meine ehrliche Meinung, das Kampfsystem von Kingdom Hearts 2 gefällt mir halt besser, einfach weil du halt, darf ich das spoilern? Das weiß eh jeder, oder? Warum? Warum mit meinst du? Mit den Formen, das weiß so, eh jeder. Ja, gut, ich persönlich finde die Formen ein bisschen overpowered, so, ich benutze die auch nicht so wirklich, aber es ist auf jeden Fall okay. Es ist leichter irgendwie, weil, keine Ahnung, wenn man sich so ein paar wirklich Profi-Videos auf YouTube anschaut und wie Sephiroth fertig gemacht wird, da sieht man einfach, dass das in den Formen mit den zwei bla bla bla, um nicht zu spoilern, halt leichter ist als hier mit einem. Kann man da Form einsetzen? Aero. Ich glaube, da kann man gar keine Form einsetzen, weil du kämpfst alleine gegen ihn. Okay, stimmt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Also ich konnte keine Form einsetzen gegen ihn. Aber vielleicht ist es ein Final Mix oder so anders. Ich keine Ahnung. Okay. Aber im Final Mix ist es sowieso was anderes, weil Final Mix ist echt zu einfach. So. Kommt schon. Naja gut, ich habe es ja auch nur auf normal stehen. Einfach weil ich genau wusste, es wird ab einem gewissen Teil blind sein. Und wäre ja doof, wenn ich dann auf Hardcore mache. Mann! Anti-Sora, du gehst mir auf den Sack, auch wenn ich overlevelt bin. Was geht denn ab? Mann, was soll denn das, du Behinderten? Endlich. Und Donald ist schon wieder zu nix Nütze, Idiot. Schon wieder ausgenockt in irgendeiner Ecke. Ja, immer. Okay, war's das jetzt komplett mit Anti-Sora? Das war's jetzt mit ihm, ja. Schade. Du solltest das Item dir mal anschauen, was er dir gegeben hat. Ich glaube, das ist ganz gut. Diese Zierat-Kralle oder was er da gedroppt hat. Okay, dann nehme ich den Schau dir erstmal das Item an, vielleicht, ich weiß nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es besser ist als das, was du jetzt hast. Alle Dunkelheitsschäden, 20% Abwehr und Angriffskraft steigt. Ja gut, 3 LP gehen weg. Ja, komm. Aber warte mal, kannst du nicht was anderes wegmachen? Außer das, was dir LP gibt? Girlande ist hier. Maximum MP steigt noch. Und hier, das steigt noch. Also ich würde so lassen. Okay, ja gut, dann mach das so. Probleme mit den LPs hast du ja nicht. Und wenn du ein bisschen mehr Angriffskraft hast, ist es immer gut. Jetzt musst du durch die Tür raus, ne? Nicht durch die Bodenfalle wieder. Nicht da durch. Moment, hier ist... Achso, okay. Genau. Da kannst du, warte mal, wenn du zurückgehst, beim Dreieck, da wo du gerade drüber gelaufen bist, genau, da kommst du dann zur Leiter zurück, wenn du das untersuchst. Es sollte zumindest aufgehen. Okay, also soll ich jetzt die Leiter untersuchen? Ja, mach mal die Bodenplatte da untersuchen. Genau. Ah, Sora! Jetzt solltest du wieder da sein. Wendy! Come on, Tink! Not now! Well, this is as far as I can go. I gotta help Wendy. Oh, Mist. Okay. Arme Wendy. Tja, das passiert mit allen Prinzessinnen. Na, der Herzen. Ach, sie ist eine Prinzessin der Herzen? Ich glaube, das wissen meine Zuschauer noch gar nicht. Ja, natürlich. Alle Welten haben Prinzessinnen. Deswegen. Ja gut, ich würde mal sagen, wir beenden hier den ersten Part. Jo, denn die 15 Minuten sind um. Ja, und
Gut, wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Let's Play E-Gamer mit Sephiron. Ciao.